5 Marketing-Tipps und Tricks für Handwerker zum Direkt-Umsetzen. Darum wird es in dem Video gehen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu Teil 2 dieser kleinen Mini-Serie, wo es darum geht, 5 Tipps zu deinem Marketing als Handwerksbetrieb. Und wir haben in dem Video davor schon 3 Tipps geteilt, die du umsetzen kannst, um mehr Werbung zu machen oder um mehr Interessenten zu bekommen für deinen Betrieb. Und heute geht es eben um die beiden weiteren Themen. Und ja, ich kann direkt mal einsteigen, bevor Alex dann mit dem letzten Punkt weitermacht. Und der Punkt Nummer 4 ist einfach, versuche deine Dienstleistung oder deine Tätigkeit so transparent wie möglich zu machen. Ja, das heißt, man kann sich natürlich anschauen, wie die Produkte oder das Endresultat aussehen wird, was du anbietest. Ja, also eine neue Küche zum Beispiel oder Terrassenüberdachung und so weiter. Das kann alles, das kann man sich natürlich angucken in Form von Bildern. Aber Kunden lieben es auch, transparent zu sehen, wie das Ganze entsteht und wie auch die Arbeit dahingehend aussieht. Ja, also wie machen das deine Monteure zum Beispiel? Wie wird man beraten? Wie sieht es eigentlich aus in eurer Ausstellung, dass ich das vorher schon mal sehen kann als Interessent, dass ich mich einfach schon mal darauf einlassen kann, wie läuft dieser ganze Prozess ab? Ne, wie sind die Leute da? Sehen die irgendwie nett aus? Sieht es da dreckig aus? Ne, wie die Monteure da arbeiten? Dass ich davon vielleicht mal coole, authentische Bilder auch habe. Das muss jetzt nicht super professionell sein, aber es muss einfach ehrlich und authentisch sein, dass ich sehen kann, als Interessent, könnte ich mir das vorstellen, dass die das für mich machen. Ne, kann ich mir das gut vorstellen, dass die mir meine Küche da ordentlich und sauber aufbauen. Und das ist einfach ein wahnsinniger Hebel, in dem du das einfach transparent machst. Zum Beispiel spielt da rein auch das Thema Kundenstimmen. Ja, Videokundenstimmen. Es gibt da einen ganz coolen Anbieter, testimonials.de, die machen zum Beispiel nichts anderes als Videokundenstimmen aufzunehmen. Ne, das heißt, kannst du einfach hingehen und dann sagen, hier, ich habe hier 3 Kunden, die sind super happy mit meiner Arbeit und dann fahren die da hin und machen zum Beispiel Videoaufnahmen davon. Die machen halt deine Dienstleistung erlebbar, auch für genau. Den, der sie noch nicht gebucht hat. Quasi. Richtig. Die zeigen einem dadurch, wie fühlt es sich an, da Kunde zu sein. Ja. Ne? Und das ist eine super Möglichkeit, um einfach mehr Vertrauen auch zu schaffen. Das wird deinen Vertrieblern auch helfen, höhere Abschlussquoten zu erzielen. Das wird dazu führen, dass sich mehr Leute auf deiner Webseite eintragen und melden. Und das wird auch dazu führen, dass du halt in der Region als richtig hochwertiger und professioneller Anbieter wahrgenommen wirst, weil das einfach etwas ist, was so keiner hat. Und das spielt halt extrem in den Punkt rein, deine Dienstleistung, dein Angebot transparent und greifbar zu machen. Das schafft man durch fast nichts besser als durch Videokundenstimmen, durch Testimonials und durch Einblicke in deine Arbeit. Ne? Ja, schön ist auch immer, wenn du in dem Moment schon weißt, was sind so die Einwände, die Leute später haben werden. Und das wirklich gezielt ansprechen kannst, weil klar, du kannst oder dein Vertriebler kann jetzt 5-mal dem Kunden erzählen, ganz ehrlich, wenn sie jetzt hier das Terrassendach billig kaufen, dann kaufen sie 2-mal. Aber das ist niemals so stark wie ein Video von einem Kunden, der sagt, ganz ehrlich, wir haben vor 5 Jahren Terrassendach gekauft, da haben wir auf den Preis wirklich geachtet und das war kompletter Schrott. Wir haben überhaupt nicht Lebensqualität gehabt, die wir wollten, ständig war das Ding undicht, ständig hat das irgendwie geklappert und nach 5 Jahren kommt was dann wirklich, was halt nicht mehr tragbar alles. Und jetzt haben wir das einmal richtig gemacht und es ist halt wirklich ein ganz anderes Lebensgefühl. Die paar tausend Euro, die wir da gespart haben, hätten es niemals ausgeglichen. Ja. Ja. Das ist viel stärker, als wenn der Vertriebler dir das 5-mal erzählt. Ja. Also da gerne strategisch wirklich Gedanken machen, was sind die Einwände und da halt gezielt Videos für produzieren. Das letzte Thema, das ist eigentlich auch relativ logisch, aber macht fast keiner, ist das Thema Wirb antizyklisch. Weil auch Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis von Werbung. Und wenn ich jetzt in der Zeit Werbung mache, wo alle werben, dann ist es relativ teuer. Wenn ich in einer Zeit Werbung mache, wo aber keiner wirbt, weil alle irgendwie Angst haben, alle sich unsicher sind, dann sollte ich im besten Fall einen besseren Preis auch bekommen. Ja. Und das ist halt, Menschen sind ja Herdentiere, deswegen ist dieses antizyklische Denken ganz, ganz, ganz ungewöhnlich und ganz schwierig für Menschen. Und die meisten werden es eher so machen, dass sie sagen, nee, die anderen machen gerade keine Werbung, das sagt mir mein Verband, das sagt mir mein Hersteller, das sagen mir meine Leute in der Region, ich mache jetzt auch weniger Werbung, weil ist ja besser dann, wenn die das machen. Mhm. Das ist halt den Weg zu gehen, den alle gehen, der sehr crowded ist, der entsprechend keine Vorteile bietet, oder den anderen Weg zu gehen, ja, die machen gerade keine Werbung, ja krass, dann müssen die Werbekosten ja am Boden sein, ja. Da kann ich ja richtig Gas geben, da kann ich ja richtig durchdrehen. Ja, genau, weil das Ganze ist ja wie ein Bietermarkt, das heißt, wenn Leute aus dem Markt rausgehen, dann wird natürlich die Werbung günstiger. Und was natürlich auch interessant ist zum Thema antizyklisch, ich weiß nicht, ob du das damit auch meintest, ist auch das Thema Saisonalität, ne? Genau, ist also auch so ein Thema. Auch einen großen Hebel hast, ne? Ja, ich kann halt im Winter viel günstiger Werbung für Terrassendächer kaufen als im Sommer. Ja, das jetzt sagen natürlich einige, ja, aber da will ja keiner eins haben. Und das ist falsch. Richtig. Es wollen weniger Leute eins haben, aber immer noch genug, dass du im Winter ausgelastet bist und die Leute sogar teilweise günstiger kriegst als im Sommer. Exakt. Und du kannst dort natürlich auch mit Argumentationen die Leute abgreifen oder sie auch schon so ein Stück weit darauf vorbereiten,
weil du halt immer sichtbar bist und immer da bist, dass sich die Leute schon melden und sagen, hey, ich will das dann im Sommer haben, ja, dann ist es ja sinnvoll, mich jetzt schon mal im Winter darauf vorzubereiten, ne? Oder schon mal in eine Beratung reinzugehen, wenn du das argumentativ auch gut in deiner Werbung verpacken kannst, dass das genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sich zu melden, und das schafft man halt mit guten Werbetexten, bekommt man das hin, dann hast du halt auf einmal, obwohl du im Winter normalerweise kaum oder wenig Beratungen hättest, kannst du genauso viele Beratungen haben wie im Frühjahr. Und das ist halt ein Aspekt, den auch viele unterschätzen. Ja. Ja, ich denke, das waren nochmal zwei Themen, die du auf jeden Fall mit übernehmen kannst. Wenn du alle fünf Dinge beachtest, dann hast du eigentlich nie Probleme. Also dann geht es dir wirklich sehr gut. Und wenn du willst, dass wir Dinge für dich da übernehmen, gerne bei uns melden. Wir können uns dann alles im Endeffekt kümmern. Ansonsten, dir eine gute Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.